What's going on, YouTube? Ja, und herzlich willkommen zu einem Glitch Review, sage ich jetzt mal. Und zwar, ich will euch mal zeigen, wie ihr genau das hier hinbekommt. Ihr habt einfach nichts auf und habt trotzdem die Kapuze auf. Also jetzt vom, es passiert ja manchmal, dass ihr eine Maske tragt und die Kapuze geht so random auf. Aber ich will euch halt mal zeigen, wie ihr das halt ohne irgendeine Maske halt hinbekommt. Sieht auf jeden Fall geil aus bei mir. Ich habe ja solche hochstehende Haare reingemacht. Das Problem dabei ist halt, dass die sich dann irgendwie so aus der Kapuze da so rausbacken. Macht ihr aber irgendwelche Haare, die so anliegend sind, dann dürfte das eigentlich nicht passieren. Und das sieht dann ganz chillig normal aus. Ja. So, und zwar braucht ihr dafür erstmal hier im Waffenladen. Achso, das ist auch nochmal wichtig. Ihr müsst die Mission, den Banküberfall Human Labs gespielt haben, komplett durchgespielt, damit ihr das Nachtsichtgerät freigeschaltet habt. Da seht ihr das. So, das rüste ich mir jetzt einfach mal aus. Und da seht ihr auch schon, ich habe jetzt die Kapuze auf. Ich will es nochmal zeigen. So hat man die Kapuze unten. Wenn ich jetzt hier irgendwo so einfach nur mein Gesicht habe. Und hier mit der Maske habe ich halt aufgesetzt. Ja, ihr braucht das halt. Das macht sich Gerät. Und dann startet ihr einfach mal hier Mission. Also ich habe jetzt mal Flitzerüberfall nochmal neu gestartet, damit ihr schön viel, damit das halt schnell geht. Ja. So, wir starten das ganze Ding nochmal. So, da seht ihr, wir haben das Nachtsichtgerät hier gerade aufgehabt. Jetzt ist es unten. Also es ist die Kapuze unten und es ist nicht mehr auf. Trinkt dann nochmal das Schlückchen, da gönnt sich halt. So, jetzt müsst ihr auf Anführer komplett Auswahl. Hier nochmal Muni, das braucht ihr jetzt nicht unbedingt. Ja. So, dann ladet ihr einfach mal einen Kumpel ein. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Jetzt können wir auch starten. So, dann starte ich einfach. Und ich würde mal sagen, ich schneide die ganze Scheiße erstmal nicht. Und wir lassen das jetzt einfach mal so machen. Die Sitzung wird gestellt. Oder mal schauen. Okay, also Lester können wir schon mal hier überspringen. Ich mache es einfach mal hier. Das fair. Ich bin der Bohrer. Hehe. Der riecht mich aber auch. Also, miau. Ja, ja. Kannst du mal bereit drücken, weil das wird sonst ein bisschen knapp. Also, falls, ich habe zwar gerade gesagt, wir wollen, jo, wahrscheinlich, wir wollen nicht schneiden, aber falls wir doch schneiden müssen, ja, merkt das ja. So, es ist auch nochmal wichtig, ihr müsst jetzt hier eine Maske nehmen und ich wähle mir jetzt einfach mal auf und starte dann. Also, bis nachher. Ja. Nee, nee, nee. Also Leute, ja, ich wüsste schon. Also, wir machen das mal fix. Warte mal, steig einfach mal bei mir mit ein. Da geht's, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja. Helm auf. Sauber. So, achso, wir müssen ja eh jetzt zu Lester. So, ja, ein Slecto vom letzten Überfall ist wirklich empfehlenswert, aber kostet natürlich auch seinen Preis hier, seinen stolzen Preis, möchte ich sagen. Kostet genauso viel wie das Entorno, 750.000.
Aber muss sein. Seht ihr auch schon, ich habe das wieder mal farblich abgestimmt an meine Sachen hier. Ja, genau. So, jetzt fahren wir. Ja, das muss sein, gell? So ist. Ach ja, oh, oh, das Hacken. Oh, oh, ich muss ja jetzt hacken. Oh, Bullshit, das kenne ich noch. Ja, da, also scheiße, das habe ich jetzt nicht mit beachtet. Kriegt man wirklich bald einen guten Anfall. Ja, ich kenne das noch. Aber mal gucken, als erstes habe ich jetzt gleich beim ersten Mal geschafft. Oh ja, jetzt bin ich einmal daneben. Da wollte ich zwar, da kam einfach mal mein Triggerfinger in mir hervor. Ja, ich mache auch mit Kreuztasten. Nein! Oh, komm mal, das ist nur ein Millimeter. Oh. Ich könnte auch nochmal meine Verzweiflung hier erleben. So. Oh, du bist sehr gut und ich bin auch gut dabei. Ach, da drüben. Oh, jetzt habe ich gerade so ein bisschen darüber geschaut. Warum? Was machst du eigentlich gerade? Das ist überhaupt vibriert. Oh, hier beim ersten Mal. Ja. Oh Mann, Alter, voll abgelenkt hier. Ja, ich nehme gerade auf. Sehr wenig. Naja, wir haben insgesamt 550.000. Weil wir wollten das einfach nur fix durchziehen. Ja, geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Was kommt lässt das für ein Scheißprogramm? Ja, weil wir wollten das einfach nur noch schaffen. Nein. Und ich will jetzt auch nicht mehr weiter darüber reden, weil ich hier gerade Aufnahmen mache. Ja. Ja, ich hab die Banküberfälle schon alle durch, also. Geht schon. So, jetzt ist das Wichtige, ihr müsst nämlich die Maske aufsetzen. Das macht dann nämlich aus. Betrete die Bank. Jupp. Kannst du mal hier nach den Kameras gucken? Ich knall hier auch schon gerade welche ab. Da ist nur eine. Doch. Ja, ah, das waren noch alle Kameras. So, jetzt geht's hier gleich weiter zum Bohren. Okay. Wie geht das nochmal? So, und hier sind wir auch wieder. Ja, wir haben das erstmal hier nice geschafft. Da seht ihr das. Wir werden jetzt vom Cargo-Bot abgeholt. Abgehoben. So, dann kommt jetzt noch die Endszene.
Ich auch. Also ich finde das traurig, dass das Ding nicht in Online gibt. Das würde mich, also im freien Modus, das würde mich echt freuen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und hinterlassen. So, ja. Jetzt geben wir die Kassette ab. Geldkassette. So, Raubüberfall bestanden. Jetzt bekommen wir noch unser Geld. Also das jetzt erstmal nur daneben teil. Schauen, das ist doch eigentlich ganz nett. Oh, schade, hätten wir das ein bisschen schneller gemacht, dann hätten wir alle Elite-Herausforderungen. Das wäre geil. So, ja, aber egal. Es geht jetzt um den Glitch. Und ihr seht auch schon, meine Haare sind jetzt wieder durch die Kapuze durchgebackt. Die Bar müssten sie auch noch mal online einfügen. Also das ist echt notwendig. Das wäre geil. Gibt ja jetzt bisher nur eine Bar im Puff. Ja, und da seht das nach der Mission. Ich habe jetzt einfach meine Kapuze auf und das hat jetzt nicht durch diese Maske dort regeneriert, dass ich meine mein Dingsbums auf habe, mein Nachtsichtgerät. Darum habe ich jetzt einfach mein Duckface hier, mein Kackerface, mein schwarzes Gesicht einfach so und die Kapuze auf. Ja, wie gesagt, mit den Haaren, das könnt ihr natürlich variieren, indem ihr eure Haare schneidet. So, ihr seht ja, bei mir steht das jetzt nicht so hardcore über und da ist auch noch Platz unten drunter, also es geht schon. So, aber ich will es mir erst wieder mal mein Nachtsichtgerät reinhauen, nochmal anmachen, wieder ausmachen. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Hast du denn? Und tschüss. Hehe.